Sean asked you a question yesterday. Sean hat euch gestern zum Anfang eine Frage gestellt. What was it? Wisst ihr die noch? Do you believe God is love? Ob ihr glaubt, dass Gott Liebe ist. Okay, I have another question for you today. Und heute habe ich für euch noch eine Frage. And I do not want you just to answer the way everybody else answers. Und ich möchte nicht, dass ihr die Frage einfach nur beantwortet, so wie jeder andere sie beantworten möchte würde. And I don't want you to give me the answer you think that I want. Und auch nicht, dass ihr mir die Antwort gibt, die ihr denkt, dass ich von euch hören möchte. Okay, so my question is. Meine Frage an euch ist. How many of you believe that God cannot lie? Wer von euch glaubt, dass Gott nicht lügen kann? The answer is okay. Looks like most all of us believe that God cannot lie. Sieht so aus, als würde jeder von uns glauben, dass Gott nicht lügen kann. Now, if you truly believe that God cannot lie, wenn du nun wirklich glaubst, dass Gott nicht lügen kann, then you've gotten yourself into a lot by the time I'm done with my sermon. Dann habt ihr euch selbst in etwas verstrickt. Das werdet ihr rausfinden, wenn ich mit der Predigt fertig bin. So we're going to start with a few verses, just to set the foundation. Wir fangen mit ein paar Bibelversen an, um die Grundlage zu richten. And then we will get into the message. Und dann kommen wir zur Botschaft. Do you want to try to borrow a German Bible, or do you want to just translate what I read? Thanks. Okay, so the first verse is Titus. Chapter 1:1-2. I'm going to read it in English first, so you know where I'm stopping, okay? Yes, what Titus 1. Das ist Titus 1:1-2. 1 and 2. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. And then the second verse, we're going to read three verses. The second verse is 1 Samuel. Wir lesen jetzt 15. Drei Verse zusammen und der zweite ist 1. Samuel 15. Verse 29. Vers 29. Then also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. 1 Samuel 15. Yes, 29. Can find it. Möchte das vielleicht jemand vorlesen? Dankeschön. Das, was markiert ist? Auch der Herr lügt der Held in Israel nicht, und es gereut ihm nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen würde. And the last verse is Numbers 23:19. Und der nächste Vers ist 4. Mose 19. 23:19. Yeah. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. For hath he not said, and shall he not do it? Or hath he not spoken, and shall he not make it good? Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun, und was er geredet hat, sollte er es nicht auch ausführen. So now we've read three verses that said God cannot lie. Nun haben wir also drei Bibelverse gelesen, die alle sagen, dass Gott nicht lügen kann. Another place it says God will not lie. Und in anderen Teilen der Bibel sagt es, Gott wird nicht lügen. Now here's my question for you. How do you know that's true? Und meine Frage ist jetzt, woher wisst ihr, dass es wirklich wahr ist? How do all of you know that God will not lie? Woher wisst ihr das alle? Dass er nicht lügen wird und nicht lügen kann? Everyone's just kind of like, well, it's, you know, I don't know, it says so, God doesn't lie. Jetzt sagt ihr vielleicht alle, ah, ich weiß nicht, es steht so in der Bibel, Gott kann nicht lügen, ist dann so? When God speaks, it's going to happen immediately, and if he would lie, was war das letzte? Also wenn Gott lügen wollen würde, if he would want to lie, würde das, was aus seinem Mund herauskommt, sofort geschehen, und deswegen kann's, then it would happen right away, because whenever he speaks, it happens right away. That is exactly right. That is why God cannot lie. Das ist ein Grund, warum Gott nicht lügen kann.
Let's use an example. That's a very earthly example, but it proves this point very well. Lass uns mal eine ganz einfache Illustration benutzen, um das zu widerlegen. Have you ever seen, like, or maybe experienced or been in a house where somebody calls on the telephone? Wart ihr schon mal in einem Haus, wo jemand beim Telefon angerufen hat? And the child answers the phone. Ein Kind beantwortet das Telefon. And the mother knows who's on the phone and she does not want to talk to them. Und die Mutter weiß genau, wer am Telefon ist, aber möchte nicht mit dieser Person reden, die da am anderen Ende ist. And so she's like, tell him I'm not here now. Und sie sagt dem Kind, sag einfach, ich bin nicht zu Hause. Do you have something to say? No. Okay. So she says, tell him I'm not here now. Okay, well, let's take that to a heavenly example. Und lass uns das jetzt mal mit dem himmlischen Beispiel vergleichen. Now this would never happen in heaven, okay? Das würde nie im Himmel passieren. Let's pretend there's Gabriel, the highest angel in heaven. Aber lass uns mal so tun, dass da Gabriel ist, der höchste Engel der Engel. And the telephone on Gabriel's desk rings. Und an Gabriels Schreibtisch klingelt das Telefon. And it's the representative of some other world that wants to talk to Gabriel. Und da ist jemand, der die Welt repräsentiert und der möchte gern mit Gabriel sprechen. And Gabriel is extremely busy. Aber er ist gerade total beschäftigt, er kann nicht. And so Gabriel turns to Jesus, who's standing there, and says, Jesus, can you grab the phone? Und der Gabriel sagt dann zu Jesus, der genau neben ihm steht, könntest du das Telefon beantworten? So Christ picks up the phone and says, you know, hello. Und Jesus nimmt das Telefon und sagt, hallo. And Gabriel hears who it is on the line. Und der Engel hört genau, wer das am anderen Ende ist. Now again, Gabriel, this would never happen in heaven. Of course, I'm not saying it would. Ich sage nicht, dass das irgendwann im Himmel passiert. Das ist auf keinen Fall der Fall. But let's say Gabriel turns and says, Jesus, tell him I'm not here now. Aber stellt euch mal vor, der Engel würde dann sagen, Jesus, sag ihm einfach, ich bin gerade nicht da. What would happen if Christ said, Gabriel is not here now? Was würde passieren, wenn Jesus dann wirklich sagen würde, Gabriel ist gerade nicht hier? What would happen to Gabriel? He'd be gone in an instant. Was würde dann mit Gabriel passieren? Der würde wahrscheinlich sofort weg sein. Would God have lied or told the truth? Would Jesus have lied or told the truth on the phone? Hätte Jesus die Wahrheit gesagt oder hätte Jesus gelogen? He would have told the truth. Hätte die Wahrheit gesagt. Gabriel would not be there anymore. Gabriel würde nicht mehr da sein. Because when word comes out of God's mouth, denn wenn ein Wort aus Gottes Mund kommt, das passiert sofort. That's why God said, "Let there be light," and there was light. Deswegen ist es auch so gewesen, dass als Gott gesagt hat, lass Licht sein, es war sofort Licht da. And he said, "Let there be a firmament," and there was a firmament. There was an atmosphere. Und als er gesagt hat, dass Luft und Erde sich teilen soll, dass es sofort passiert ist. And if God says Gabriel isn't here, where is Gabriel? He's gone. Und wenn er sagt, Gabriel ist nicht hier, dann ist auch Gabriel nicht mehr da. Now, so if this is true, if God cannot lie because everything that comes out of God's mouth happens, wenn das zutrifft, dass Gott nicht lügen kann, weil alles, was Gott sagt, sofort eintrifft, this has a lot of impact on us. Dann hat das großen Einfluss auf uns. So before I continue on the message, this is the first thing I want you to remember. God's word is creative power. Also das Erste, was ich möchte, woran ihr euch erinnert, ist, dass Gottes Wort schöpferische Kraft hat. It creates itself. Es erschafft sich sozusagen selbst. So anything God says is guaranteed to happen. Alles, was Gott sagt, ist garantiert, dass es auch zutreffen wird. Okay, well, remember that and let's talk about something else for a moment. Okay, behaltet das mal im Hinterkopf und jetzt lass uns über was anderes reden. Hat schon mal ein Bild vom Grand Canyon gesehen. Okay, pretty much everyone. So ziemlich jeder. Now, did you know, how many of you knew that recently somebody went across the Grand Canyon on a tightrope? A wire tightrope, like okay. He walked across the Grand Canyon. Wer von euch wusste, dass es erst vor kurzem jemanden gab, der mit einem Seil über den Grand Canyon gelaufen ist? Now, okay, so
Some of you knew that, some of you did not. Also ein paar von euch wissen das und manche nicht. The place where he crossed, he didn't cross at the widest part of the canyon because it was too wide. He had to stretch a tightrope across it. Er hat nicht an der weitesten Stelle den Grand Canyon überquert, weil das Seil nicht lang genug war. So he did it at the narrower part of the Grand Canyon where it was about 300 meters across. Sondern an einem nicht ganz so weiten Stelle, wo es nur ungefähr 300 Meter breit war. And it was about 300 meters down. Und auch 3 Meter in den Abgrund. 300 meters down. What did I say? Oh, ja, 300. 300 meters down. And so he didn't want any safety nets or anything. Er wollte keine Sicherheitsnetze oder Seile. Because he said that would give him a false sense of security. Weil er meinte, das würde ihm ein falsches Gefühl der Sicherheit geben. So he went out, just him and his little balancing pole. Und so ist also nur er auf den Grand Canyon gegangen und sein kleines Seil. On a tightrope that was about this wide. On einem, what do you call this? It's like a wire type thing. Okay, auf diesem Balancierseil, das ungefähr so breit war. And he walked across the Grand Canyon on live television. Und das war live im Fernsehen. And America was very terrified that he would die. Ganz Amerika hatte irgendwie Angst, dass er sterben würde. And so when they were broadcasting on live television, this man walking across the Grand Canyon, they had about a 30-second delay. Und als sie das live übertragen haben, bei der Übertragung gab es ungefähr 37 Sekunden Verspätung. So that if he fell, they could cut the television before everybody that was watching, which was millions of people, would see him fall. Also wenn er jetzt runterfallen würde, dann würde der Livestream gestoppt werden und keiner würde sehen, wie er fällt. But the man walked all the way across the Grand Canyon. Aber dieser Mann ist ganz bis rüber gelaufen. Now the truth was, he was quite nervous himself once he actually got out there. Und natürlich war auch er sehr aufgeregt, als er darauf balanciert ist. Because the wind was blowing harder than he expected. The wind was blowing. The wind was blowing harder than he expected. Aber weil es windiger war, als er geglaubt hat. And so after he got over the deep part of the canyon, he prayed constantly until he got to the other end. Und er hat die ganze Zeit gebetet, bis er vom einen ans andere Ende gekommen ist. But they have two particular. I didn't watch him cross. I didn't want to. Ich selbst habe da nicht so geguckt. Ich wollte das nicht. But they have two different camera shots that I thought were quite amazing afterwards. I saw it later. Aber ich habe zwei Fotos gesehen, die ich später dann gesehen habe, die ich sehr beeindruckend fand. One was a picture from a helicopter that was circling him as he was walking across the Grand Canyon. Eins war ein Bild von einem Helikopter, der ihn herumgeflogen ist, als er darüber balanciert ist. You can't really see the wire because it's too small from the helicopter. Dieses Seil sieht man von da oben nicht, weil es einfach zu dünn ist. But you can just see this little man. Sondern nur diesen kleinen Menschen, der walking. Da seemingly in the air, ja, across the Grand Canyon, him and his pole. Er und sein Rucksack. And then they have another camera shot because he was wearing a camera on his head. Und dann haben sie noch ein anderes Bild, weil er eine kleine Kamera hier vorne dran hatte. And most of the time he was looking down at his feet so that he would not misstep. Und natürlich hat er die meiste Zeit auf seine eigenen Füße geguckt, damit er sich nicht stolpert oder daneben tritt. And so when you look through the camera that was on his head, und wenn man durch diese Kamera guckt, die da an seinem Kopf war, you can see his feet and the wire and then nothing for 300 meters. Da sieht man nur seine Füße, das Seil und dann ganz lange nichts. Now I don't recommend anybody following that man's example. Ich möchte nicht, dass irgendjemand, ich schlage keinem vor, dass irgendjemand diesem Beispiel folgt. But let me ask you a question, just suppose. Aber die Frage, stellt euch einfach mal vor. That man walked all the way across the Grand Canyon. Dieser Mann ist ganz über den Grand Canyon gelaufen. What if I had been there and I thought, that didn't look too hard? Was, wenn ich jetzt da gewesen wäre und mir vorgestellt hätte, so schwer sieht das gar nicht aus. Now let me try. Ich will es auch versuchen. How many of you in this room think I would have made it across the tightrope across the Grand Canyon? Wer von euch denkt, dass ich das geschafft hätte, bis darüber zu laufen? No one in this room thinks I'd have made it. Kommt mir das etwa keiner zu? Okay, well, that's fair. I don't think I'd have made it either. I'd have fallen, probably. Why? Also ich selbst glaube auch nicht, dass ich das geschafft hätte, aber warum wäre ich wahrscheinlich gefallen? Because I haven't trained, I do not have the balance to walk across a tightrope. Ich habe gar nicht das Gleichgewicht und auch gar nicht das Training, auf so einem Seil zu laufen. And the minute I would have gotten kind of off balance,
Und wahrscheinlich in der Sekunde, wenn ich dieses Gleichgewicht verloren hätte. There's this law called gravity that would have made sure I went all the way down. Not part way, all the way down. Da gibt es dieses Naturgesetz, das Anziehungskraft heißt, und das hätte sichergestellt, dass ich ganz bis runtergefallen wäre. Okay, so remember the story I just told you, and we're going to start looking at a spiritual lesson. Okay, erinnert euch an die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, und jetzt die geistliche Botschaft dazu. Three things. Drei Dinge. Truth. Die Wahrheit. Faith. Der Glaube. And you. Und du. There's this tightrope, and it's called Christianity. Das ist das Balancierseil, das die Christenheit ist. In all its greatness and magnitude, it is an amazing thing. In all seiner Größe und Kraft ist es einfach wunderbar. There's only one problem. Es gibt nur ein kleines Problem. We do not have the balance to walk on it. Wir haben gar nicht das Gleichgewicht, um darauf zu balancieren. And there's this law called the law of sin. Und dieses Gesetz, that if you lose your balance, is going to make sure you go all the way down. Das Gesetz, das Sünde heißt, würde sicherstellen, dass du den ganzen Abhang hinunterfallen würdest. And try as we might, we cannot keep our balance. Und so sehr wir es auch versuchen und uns anstrengen, wir könnten unser Gleichgewicht nicht halten. So we try and we try and we try to walk the tightrope because we know we should. It's the right thing to do. Und wir versuchen und versuchen das immer wieder, weil wir wissen, das ist das Richtige, es zu tun. But we can't. Aber wir können das von uns aus nicht. We fall over and over again. Wir fallen wieder und wieder hin. Until we begin to think that, you know what, staying at the bottom of the canyon is the only option for us. Bis uns einfällt, dass es wahrscheinlich die einzigste Möglichkeit ist, da am Rand stehen zu bleiben. Hey, and what's wrong with the bottom of the canyon anyway? Und was ist eigentlich so schlimm, da so am Rand vom Grand Canyon stehen zu bleiben? So we start to look out at what the world has to offer. Wir drehen uns um und gucken, was die Welt um uns herum and we think maybe we should go after that. Zu bieten hat und denken, warum folgen wir nicht dem Beispiel? This Christianity thing does not work. We've tried it. Das mit dem Christsein, das funktioniert einfach nicht. Wir haben es ja versucht, aber es klappt nicht. And for some reason, way back thousands of years ago, there were some people that did it. Und warum auch immer, vor tausenden von Jahren gab es Menschen, für die hat das funktioniert. And Jesus did it, but Jesus is God. Und Jesus hat es ja auch geschafft, aber Jesus ist ja auch Gott. And somehow we in our everyday lives and going to school and going to work, it just doesn't work. Und für uns, die wir in die Schule gehen, studieren und unseren Alltag leben, für uns funktioniert das irgendwie einfach nicht. Let me tell you, there is something that is narrow about Christianity. Ich möchte euch sagen, es gibt da eine kleine Sache in der Christenheit. The Bible calls it the straight and narrow way. Die Bibel nennt es den schmalen Weg. As opposed to down the canyon where it is wide and easy. Where it is wide and easy down the canyon. Yes, und im Grand Canyon, wenn man sich da umdreht. Not in the Grand Canyon, but just in the canyon that we're referring to. Story. Okay. Yes. Also okay. Jetzt das Beispiel mit dem Canyon. Da ist alles, wenn man sich umdreht, alles weit und man kann überall hinsehen. We go on the tightrope of Christianity and we fall. Und wenn wir jetzt auf diesem Seil balancieren, würden wir fallen. We come down into the canyon of sin in the world and we can walk anywhere and we don't seem to be losing our balance. Und auf dem Canyon kann man überall lang spazieren und man verliert sein Gleichgewicht nicht. And it's because we've already lost our balance and we've already fallen. Und das ist, weil wir schon einmal das Gleichgewicht verloren haben und schon einmal hingefallen sind. Here we are and so now we're down in the canyon of sin and the world doesn't look too bad. Nun sind wir da im Canyon der Sünde und die Welt sieht gar nicht so schlecht für uns aus. There's maybe some things about it that seem quite nice. Und vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Sache, die uns vielleicht für uns ganz gut aussieht. So all we want is maybe if we can have just enough Jesus to keep us out of hell. Und jetzt versuchen wir nur ein kleines bisschen genug Jesus zu haben, damit wir nicht in die Hölle müssen. Do what we want to do, live the way we want to live and just make sure we squeak into heaven. Und wir versuchen irgendwie so zu leben, wie wir es selber wollen, aber trotzdem irgendwie in den Himmel zu kommen. Or maybe some of you in this room aren't so sure that eternity away from God would be a bad thing. Und vielleicht gibt es auch manche hier unter uns, die glauben, wenn man sich von Gott wegdreht, dass es gar nicht so schlimm ist. So my question for you is this: who can walk the tightrope and is it worth it? Who can walk on the tightrope and is it worth it? Wer kann also meine Frage ist, wer kann auf diesem Balancierseil spazieren und ist es das überhaupt wert, die Anstrengung? So imagine you're with me, we're down in the canyon. Of sin. Also stellt euch einmal vor, wir sind jetzt da unten im Canyon der Sünde. And we look up at the tightrope and we're just kind of watching it. Maybe we should try again, maybe not. Und wir gucken da hoch auf das Balancierseil und überlegen, versuchen wir es nochmal oder auch nicht.
And suddenly we see this character called truth. Und dann sehen wir plötzlich diesen Charakter, der sich Wahrheit nennt. Remember what we just said about that God cannot lie? Erinnert ihr euch noch, was wir gerade gesagt haben, dass Gott nicht lügen kann? And that anything that comes out of his mouth is truth. Und das, was auch immer aus seinem Munde kommt, Wahrheit ist. Truth walks out on that tightrope and it does not fall. It's steady. Die Wahrheit balanciert über das Seil und es fällt nicht. It cannot fall because it is the truth. Es kann nicht fallen, weil es ja die Wahrheit selbst ist. In fact, it is anchored to the tightrope. Es ist sozusagen mit dem Seil verankert. Now, behind truth comes faith. Nach der Wahrheit folgt der Glaube. And faith is not quite so steady as truth. Und der Glaube ist nicht ganz so standhaft wie die Wahrheit. But it can be steady. Aber es kann sehr sicher laufen. It is as steady as what it is looking at. Es ist so lange sicher, solange es auf was Sicheres schaut. Okay, so Josh, can I get you over here? I'm going to illustrate this for you because I want you to remember everything ich möchte, dass that man I'm euch saying illustrieren. Today. Because if you remember this, you can walk the tightrope of Christianity. Wenn du dich daran erinnerst, dann kannst du auf dem Balancierseil der Christenheit balancieren. Okay, now my brother Joshua is a very well-balanced boy. So that mein Bruder Joshua ist sehr gut ausbalanciert. Joshua is truth today, okay? Er ist jetzt die Wahrheit. He can walk the tightrope of Christianity. Er kann auf diesem Seil der Christenheit balancieren, because he is anchored to the tightrope. Weil er mit dem Seil verankert ist. No problem. Kein Problem für ihn. Behind truth comes faith. I'm going to need you, brother. Jetzt brauche ich meinen anderen Bruder, der Glaube ist. Behind truth comes faith, and as long as he is holding on, wait a minute, don't walk. Hey, no, no losing balance. This is faith. Das ist Glaube. And as long as he is holding on to the truth, und solange er sich an die Wahrheit klammert, he can walk the tightrope also. Kann er auch auf diesem Seil spazieren gehen. Now, here's where the story begins to change. Und jetzt verändert sich die ganze Geschichte. There's this other character called life. Da gibt es noch den anderen Charakter, der heißt Leben. My life and your life. Dein und mein Leben. That's what was down in the canyon. Das, was unten im Canyon war. That already tried to walk the tightrope and fell. Erinnert ihr euch, ihr seid ja auf diesem, habt versucht, auf diesem Seil zu gehen, and aber ihr seid gefallen. And the law of sin carried it all the way down. Und das Gesetz der Sünde hat euch ganz bis nach unten gebracht. Life is attached to faith by a leash. Das Leben ist am Glauben wie in einer Leine. Life has no balance whatsoever. Es hat gar kein Gleichgewicht. So life comes out on the tightrope after faith because life is being pulled by the leash. Und das Leben wird sozusagen vom Glauben hinterhergezogen. But because life has no balance whatsoever, aber weil es selbst kein Gleichgewicht hat. Life is back here saying you don't have to be like too much in a poise because I'm going to be talking for a little bit. Okay? Life is back here saying no, you hold on to faith. Life is back here saying, do you remember the last time you tried this? Das Leben ist jetzt hinter dem Glauben und fragt, erinnerst du dich eigentlich, wann ich what happened? Was ist passiert? You fell. Du bist gefallen. You've been trying to overcome lust for a while.
Du hast versucht, die Lust zu überwinden. You've been trying to overcome all your addictions, what you see on the computer. Du hast auch versucht, deinen ganzen Einflüssen zu entkommen. It does not work. Die du am Computer gesehen hast, und das funktioniert einfach nicht. What makes you think you can love everybody? Warum glaubst du eigentlich, dass du jeden lieben kannst? You don't even love the kid that cut in front of you at lunch at the lunch line. Du liebst ja nicht mal das Kind, was dich gerade vorgedrängelt hat. And you think you're gonna love beim Mittagessen. Und du glaubst, du kannst jeden lieben? So here comes life. And maybe this is the first time life has tried to live the Christian, und to walk on the Christian tightrope. Und vielleicht ist es auch das erste Mal, dass das Leben versucht hat, auf dem Seil zu balancieren. So maybe it's actually not saying very much. Vielleicht sagt es doch dann noch gar nicht viel. But it still has no bounds. Aber hat trotzdem kein Gleichgewicht. So here's life, going like so, on the back of the tightrope. Das macht das Leben jetzt. Now here is what you must remember. Und das ist, woran ihr euch unbedingt erinnern solltet. Truth is not going anywhere. Die Wahrheit geht nirgendwo hin. He will walk on the tightrope and he will never fall off. Er geht auf dem Seil und er kann einfach nicht runterfallen. When faith is holding on to truth, faith isn't going anywhere. Und solange Glaube sich an die Wahrheit klammert, but kann auch dem nichts passieren. But faith has this unfortunate little life back here, pulling like so. Aber leider hat der Glaube das Leben hinter sich, der so ein bisschen an ihm rumzieht. Let me show you what goes wrong with us, okay? Und jetzt lass mich euch zeigen, was mit uns falsch läuft. Because faith and life both represents us. Und denn der Glaube und auch das Leben repräsentiert uns selbst. When life is back, you're saying, this doesn't work, you're gonna fall. Wenn das Leben da hinten dran hängt und zieht und schreit, das funktioniert nicht, du wirst hinfallen. You know what we're tempted to do? Dann wisst ihr, was wir versucht sind zu tun. Faith turns around and looks at life. Dann dreht sich Glaube um und and you schaut know what das happens Leben to an. Both of them? Und wisst ihr dann, was mit beiden passiert? They go right down. Die werden fallen. And immediately we decide Christianity does not work, there is no victory. Und sofort dann entscheiden wir uns, dass mit dem Christen das funktioniert nicht, da gibt's keinen Sieg. We decide that we cannot overcome lust. Wir entscheiden uns, dass wir die Lust einfach nicht überwinden können. We cannot overcome our temptations and our addictions. Wir können unseren Hängen und unseren Lüsten nicht entkommen. Here we are back down in the canyon and we're saying, see, I fell again. Und wir sagen, siehst du, ich bin schon wieder gefallen. No use. I don't even know if this Christianity thing is worth it. Das macht alles gar keinen Sinn, das ist es gar nicht wert. What went wrong? Was ist hier falsch gelaufen? It is the same thing that always goes wrong every time we fall into sin. Das gleiche, was immer falsch läuft, wenn wir der Sünde zum Fall werden. Is that faith starts listening to life in the back. Dass Glaube anfängt, dem Leben zuzuhören. Or faith starts feeling the tug on his shirt. Oder dass der Glaube anfängt, das Reißen an seinem T-Shirt zu spüren. And faith hears life saying, you've tried this before and it does not work. Und das Leben sagt, du hast es doch schon mal versucht, das funktioniert nicht. Remember last camp meeting when you decided to give your whole life to Christ? Erinnert ihr euch noch ans letzte Camp Meeting, als ihr versucht habt, euer ganzes Leben Jesus zu geben? And the minute you went home, it only lasted a few days. Und als ihr nach Hause gekommen seid, habt ihr es doch nicht mehr als ein paar Tage geschafft. And faith, instead of looking at truth that is anchored on that tightrope, und der Glaube ist immer noch mit diesem Seil verankert, looks back and he's like, yeah, maybe, I don't know if this is gonna work, it's a long way down. Dreht sich um und sagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, es ist ein langer Weg bis nach unten. And the minute faith turns away from looking at truth and starts listening to life, und sobald sich der Glaube umdreht und dem Leben zuhört, they both go down immediately. Werden sie fallen, sofort. Understand? Versteht also? Life comes out onto the tightrope behind faith. Das Leben folgt dem Glauben. Life will never try to go onto the tightrope unless faith has pulled it there. Das Leben wird nie zuerst gehen. You and I don't even have it in us to respond to God unless God puts that into our hearts. Wir selbst haben das gar nicht in uns, auf Gott zu hören, ohne dass Gott es in unser Herz tun würde. So when you start feeling that desire, I want to honor God. I want to do something great for his kingdom. Wenn ihr also diesen Wunsch in eurem Herzen verspürt, dass ihr Gott ehren wollt und dass ihr etwas für sein Königreich tun wollt, understand that God himself has already put that in your heart. Dann versteht, dass Gott selbst euch diesen Wunsch ins Herz gelegt hat. That was not something you came up with and now God's like, "Nah, I can't be bothered with you."
Es ist nicht irgendwas, was in euren Gedanken einfach so hochgekommen ist und Gott dann sagt, nee, das funktioniert nicht. Every time you look at the straight and narrow path. Jedes Mal, wenn ihr euch den schmalen Weg anschaut. Every time you long for cleansing from sin. Jedes Mal, wenn ihr euch danach sehnt, von der Sünde gereinigt zu werden. Every time you seek after God. Jedes Mal, wenn ihr versucht, Gott zu suchen. It is because truth is on the tightrope. Dann ist es, weil die Wahrheit auf diesem Seil ist. And because faith is looking at the truth. Und weil der Glaube auf die Wahrheit schaut. Now, when faith turned and looked at life, wenn jetzt der Glaube sich umdreht und das Leben anschaut, and they both fell down, und beide hinunterfallen in die Schlucht, where was truth? Wo ist die Wahrheit dann? Did it come down too? Ist es auch gefallen? No, it was still on the tightrope. Nein, es ist immer noch auf diesem Seil. Understand everything. God cannot lie. Versteht das, Gott kann nicht lügen. Everything he has said and promised in the Bible cannot not happen. Alles, was er gesagt und versprochen hat in seinem Wort, wird passieren. If he has promised peace, if he has promised victory, if he has promised triumph, it's there. Wenn er euch Frieden, Sieg und Freude versprochen hat, dann ist es da. Christianity is not in question here. Das ist gar keine Frage. It works. Das funktioniert. What's in question is where your eyes of faith are looking. Die Frage ist hier, wo eure Augen hinschauen. This is a quote from Review and Herald. Und ich lese jetzt einen kleinen Auszug von Review and Herald. It says the beginning of yielding to temptation to und, sin. Und da steht am Anfang vom Betrachten der Versuchung is in beginning permitting the mind to waver. Da fängt es an die Gedanken wandern zu lassen. To be inconsistent in your trust in God. Nicht konsequent zu sein mit dem Vertrauen auf Gott. The wicked one will always, always, always tempt us. Der Böse wird immer versuchen, uns zu versuchen. You will always feel that tug on your shirt to the side when you're on the tightrope. Du wirst immer das Ziehen an deinem T-Shirt spüren, wenn du auf diesem Seil balancierst. Until we get to heaven and the enemy is destroyed. Bis wir im Himmel sind und der Feind zerstört sein wird. But continuing with the quote. Weiter jetzt zu dem Auszug. It is for you to hold every emotion and passion under control. Du musst versuchen, It is for you to hold every emotion and passion under control. Du musst versuchen, jedes Gefühl und jede Leidenschaft unter Kontrolle zu halten. In calm subjection to reason and conscience. In calm, just like submission, yes, to reason and conscience. Versuchen, gehorsam zu sein und deinem Gewissen zu folgen. Then Satan loses his power to control the mind. Denn dann wird Satan die Kraft verlieren, über dein Gewissen zu bestimmen. So, in the remaining time that we have left, let's just explore what truth is for a little bit. Lass uns jetzt noch in der Zeit, die uns verbleibt, über die Wahrheit noch reden. Somehow we seem to think that what Christ purchased on the cross for us is just forgiveness and now we can go to heaven. Manchmal glauben wir, dass was Christus für uns am Kreuz getan hat, ist genug, um für uns in den Himmel zu kommen. And of course Christ purchased that. Natürlich hat Jesus die Vergebung erkauft. But he purchased so much more than that. Aber noch viel mehr als das. God wants to put the grandeur of Jesus Christ back into young men and women today. Gott möchte das Bild von Jesus Christus zurückversetzen in die jungen Leute von heute. God wants to create men that are saturated with manliness. Er möchte Menschen erschaffen, die vollkommen erfüllt sind mit seinem Bild. That are not afraid of battle. Die keine Angst vor dem Kampf haben. That are not moved by applause.
denen es egal ist, ob ihnen applaudiert wird, ob sie Zustimmung bekommen oder nicht. Honor and nobility just stream off of them. Ehre und das Versuchen, das Trachten nach dem Wahren kommt einfach aus ihnen heraus. Who can stand tall and strong even in the darkest hour? Sie stehen standhaft und fest, egal wie dunkel die Nacht draußen sein mag. And they can once again command demons with the authority of heaven and they obey. Und sie könnten sogar den bösen Engeln etwas gebieten und sie würden ihnen zuhören. That is what God created manhood to be. Das wollte Gott, dass Menschen sind. God created women to be strong and beautiful. Gott hat Frauen geschaffen, damit sie stark und hübsch sind. That were full of courage but full of sweetness. Voller Süße und trotzdem voller Mut. Unafraid even in the face of death. Und die selbst keine Angst vor dem Tod haben. Who can bring life to the sick and dying around them. Die lebensspendend für die Kranken und Schwachen unter uns sind. You know, there was a man, I am not remembering exactly what country he lived in. Wisst ihr, da war ein Mann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Land er gelebt hat. It was like one of the countries from the Soviet Union. Like. Wahrscheinlich ein Land aus der Sowjetischen Union. And he spent his entire life persecuting Christians. Und er hat sein ganzes Leben damit verbracht, Christen zu verfolgen. Profoundly wicked man. Ein sehr böser Mann. But he wrote partway through his life. He did what? He wrote partway through his life. Okay, also er hat ein Tagebuch geführt. He said, "Does anyone know how to make Christians stop loving?" Und er hat geschrieben gerufen. Weiß jemand, wie man Christen dazu bringen kann, dass sie endlich aufhören, einander zu lieben? He said it would infuriate him. Das macht mich wahnsinnig. He would bring Christians in and he would torture them. Ich nehme Christen und ich quäle sie. Ich. And the words that they spoke back to him were only pure love. Ich behandle sie schlecht und trotzdem alles, was sie sagen, ist einfach nur aus Liebe heraus. And he couldn't stand it. Ich kann das einfach nicht ertragen. So he said some of them he would cut off their tongue, so they couldn't speak. Also hat er gesagt, ich schneide ihnen die Zunge ab, damit sie nicht mehr reden können. And he said after he would do that, und nachdem er das getan hat, he said they would love with their eyes, they would love with their hands, they would love with their feet until he killed them. Haben sie mit allem, was sie hatten, einfach nur geliebt, bis er sie umgebracht hat. That is the triumph of the gospel. Das ist die Freude des Evangeliums. Unconquerable by any force in earth or hell. Einfach unüberwindbar von irgendeiner Kraft in diesem Universum. And here we are and we don't even know how to love the person that cut in front of us at lunch. Und hier stehen wir nun und wir wissen nicht einmal, wie wir die Person lieben sollen, die sich vor uns gedrängelt hat an der Mittagsessenreihe. God has so much more waiting for us, but all we can think of is oh, just a little bit of heaven and then let me live down here. Gott hat noch so viel, was er uns schenken möchte, aber alles woran wir denken, ist, wie weit wir gehen können, um immer noch das zu machen, was wir gern möchten. You were created for the tightrope. Aber geschaffen wurden wir dazu, auf diesem Seil zu balancieren. And you can walk the tightrope. Und das ist möglich, man kann darauf laufen. If you keep your eyes focused on the truth. Wenn man seine Augen komplett auf der Wahrheit gerichtet hat. I think most of us admit that Christ lived a pretty amazing life when he was down here. Ich glaube, alle von uns müssen zugeben, dass Gott ein sehr überwältigendes Leben auf dieser Erde hier geführt hat. Right before Christ went to the cross and then left earth, he made an outrageous statement. Und als kurz bevor Christus die Erde verlassen hat, hat er einen Satz gesagt. He said, "You will do even greater things than I have done, because I'm going to my Father." Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet noch viel Größeres tun, als ich auf dieser Erde getan hat. And so then we read in Hebrews 11 of people that subdued kingdoms. Und dann lesen wir in Hebräer 11. People that worked righteousness. Von Menschen, die Gerechtigkeit hatten. People that obtained promises. Menschen, die Verheißungen erfüllt haben. People that stopped the mouths of lions. Menschen, die stopped the mouth of lions. Mm-hmm. Den Rachen der Löwen. Stop the mouth of lions. Oh. People that stopped the mouths of lions. I'm quoting out of Hebrews 11. You could read it from there. Die den Rachen der Löwen gestopft haben.
They were made strong out of weakness. Die stark geworden sind aus Schwachheit. They turned to flight entire armies. Sie wurden zu kompletten Armeen. God talks about in I think it's in Numbers or Deuteronomy. Ich glaube in 4. oder 5. Mose steht, that if his people would follow him, dass wenn seine Menschen seine sein Volk ihm folgen one würde, one person would be able to take on 1,000. Dass eine Person für 1,000 stehen könnte. And that two people would be able to take on 10,000. Und zwei zusammen 10,000. What kind of odds are that? What kind of odds? Like, okay, never mind. I want to be like that. Ich möchte auch so sein. I want to be like that. Ich möchte so sein. Let me tell you that being able to be like that will never come by saying, I am going to walk that tightrope. Lasst mich euch erklären, dass nicht bevor wir uns selbst entscheiden, dass wir dieses Seil auch gehen wollen. I'm going to tell you two things that will enable us to walk the tightrope every time. Dass es nicht funktionieren wird, und da gibt's zwei Dinge, die uns dabei helfen würden. Number one. Nummer eins. Pray for a great submission of your heart to God. Betet darum, ein Herz zu haben, das Gott gehorsam sein möchte. And focus on the promises of God. Konzentriert euch auf die Verheißung Gottes. Focus on what he has said is possible. Konzentriert euch darauf, was er gesagt hat, was möglich für euch ist. And do not stop pursuing it until you have it. Und hört nicht auf, dem nachzufolgen, bis ihr es erreicht habt. If you have trained your faith to look at your experience, wenn ihr euren Glauben trainiert habt, auf eure Erfahrung zu gucken, to think I've tried this a million times before and it doesn't work, ihm antrainiert hat zu denken, ich habe das schon so oft versucht, aber für mich funktioniert das nicht, to think I've tried to overcome these habits many times and I cannot. Ich habe versucht, diese Gewohnheiten zu überwinden, aber ich schaffe das nicht. If you have trained yourself to believe life more than you believe God, wenn ihr euch antrainiert habt, dem Leben mehr zu glauben, als ihr Gott glaubt, then there's going to be some time that you're going to have to be retraining yourself for which voice to listen to. Dann wird das einige Zeit brauchen, dass ihr euch das anders antrainiert habt und auf die andere Stimme hören könnt. I'm retraining myself for which voice I listen to. Ich muss mich selbst umtrainieren, um Gottes Stimme zu hören. Learn to look to what God has promised and refuse to listen to what experience has to say. Lernt auf das zu schauen, was Gott sagt und nicht das, was euch Erfahrung mitteilen möchte. Open up your Bibles and learn what is promised there, because oftentimes we don't even know what is promised. Öffnet eure Bibeln und lernt, was Gott darin verheißt, denn meistens wissen wir nicht einmal, was er uns verheißen hat. And then if your faith is not accustomed just to looking at truth, und wenn der Glaube, wenn es für den Glauben nicht genug ist, einfach nur auf die Wahrheit zu schauen, and it listens to faith and to life and you tumble off, und es dem Leben zuhört und ihr deswegen fallt, allow the fact that truth is still on the tightrope to re-inspire you and know this is possible. Dann erlaubt dem den Glauben und der Wahrheit, die immer noch auf dem Seil sind, dem zu erklären, dass das trotzdem möglich ist. Because until truth comes down, you can walk up there. Denn solange wie die Wahrheit da oben verankert ist, kann man da oben laufen und das wird immer sein. And truth will never come down. Es wird nicht fallen. So turn your faith back to look at truth and pursue it. Also versucht, dass der Glauben die Wahrheit betrachtet und geht dem auch nach. The second point, der zweite Punkt ist, is watch and pray. Wachet und betet. I'm going to read a quote here from Desire of Ages, page 83. Noch ein Zitat aus dem Leben Jesu. And let me tell you, this has happened to me many times, what I'm about to read to you. Und das ist mir schon sehr oft passiert. So when I read it again this morning, it got me again. Und heute Morgen habe ich das wieder gelesen und das hat mich schon wieder total beeindruckt. It says, many attend religious services, like right here. Es steht hier, viele nehmen an christlichen Veranstaltungen teil. And they are refreshed and comforted by the word of God. Und die sind total erfrischt und getröstet von dem Wort Gottes, was sie da hören. But, aber, through neglect of meditation, durch das Vernachlässigen des darüber Nachsinns unseres Gebets, through neglect of watchfulness and prayer, der Wachsamkeit und des Gebets, they lose the blessing. Verlieren sie den Segen. How many of us have experienced that? Wer von euch hat das schon mal erlebt? I have. Ich auf jeden Fall schon. And they find themselves more destitute than before they had first received the blessing. Und sie finden sich viel aufgewühlter wieder, als sie den Segen noch gar nicht erfahren hatten.
And why? Because they did not meditate, they did not watch, and they did not pray. Und das ist, weil sie darüber nicht nachgedacht haben, weil sie nicht wachsam waren und nicht gebetet haben. By idle talk. Bei leerem Geschwätz. Evil speaking. Bösen Worten. Or neglect of prayer. Oder das Vernachlässigen des Gebets. Nah, I don't have time for that today. Ich habe da keine Zeit für heute. Overslept my alarm and I gotta get out the door to school. Ich habe meinen Wecker total verschlafen und jetzt muss ich einfach zur Schule rennen. God won't die today, he'll be there tomorrow, I'll pray then. Gott wird ja auch morgen noch da sein, ich bete dann. Through neglect of prayer, durch das Vernachlässigen des Gebets, we may in one day lose the Savior's presence. Könnten wir an einem Tag die Nähe des Erlösers verlieren. And it may take many days of sorrowful search to find him. Und es wird wieder mehrere Tage dauern, bis wir diese Nähe wieder verspüren, bis wir ihn finden. And regain the peace that we have lost. Und den Frieden wiederfinden, den wir verloren haben. Jesus said in Matthew 13:37. In Matthäus 13, Vers 37 sagt Jesus, he said, what I say unto you all. Was ich sage, das sage ich zu euch allen. Watch. Wachet. The night is falling on this world. Die Nacht kommt über diese Welt. The best days of Christianity are just ahead. Und die besten Tage der Christenheit sind noch vor uns. The days when heroes will walk the earth and make eternal history is still in front of us. Die Tage, wenn Helden auf dieser Erde wandeln und die ganze Geschichte darum geht. And you know, all of us have the opportunity to be a part of it. Und wir alle, die wir hier sitzen, haben die Gelegenheit, ein Teil davon zu werden. Christianity is possible. Christsein ist möglich. And it is possible because God cannot lie. Und es ist möglich, weil Gott versprochen hat, weil Gott es versprochen hat und Gott nicht lügen kann. So if he has said sin will not have dominion over you, wenn er sagt, Sünde hat keine Macht über euch, you can be guaranteed that the power of sin is already destroyed. Dann sei es euch garantiert, dass die Macht der Sünde schon zerstört wurde. Sin only has power over the people that believe in it. Die Sünde hat nur Macht über die, die an die Macht von der Sünde glauben. The problem is we come out believing in it. What was that? We come out, we're born believing in it. Wir sind geboren mit daran zu glauben. But God has sent his son, aber Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, and has made a way for us, und hat dadurch einen Weg bereitet, and he's out on the tightrope, und der Weg ist, über dieses Seil zu balancieren, and he's waiting for you to come, und er wartet, dass ihr dahin kommt, if we'll just keep our eyes on him, und dass wir unsere Augen auf ihn gerichtet lassen. Thank you.
Amen.